Wie lange 24 Adventskalender heute im Interview Spahn, respektive der Schorsch und der Christoph von Spahn. Ja, herzlich willkommen und ja, sind ihr noch ab und zu da in der Gegend oder ist jetzt das eher eigentlich so dem Konzert geschuldet? Das ist dem Konzert schuld. Früher waren wir eher mehr da gewesen und jetzt freuen wir uns, dass wir wieder mal in diesem Schorsch bei euch spielen. Euch gibt es seit 1972, also respektive ihr zwei sind sicher schon, also seit 1972 dabei. Das stimmt. Und zusammen Musik machen. Wie schafft man das so dermaßen lang zusammen zu arbeiten und einander nie so vergrimmt gehen? Oder was ist so der Erfolgsgeheimnis? Man schafft es auch so, dass man lang eben von Zeit zu Zeit vergrimmt geht. Also, man schafft es nicht. Nein, man schafft es nicht. Aber wir sind oft nicht gleicher Meinung, aber wir haben immer noch einen Content-Kunden. Und wir haben gemerkt, oder wenn man sich reibt, das zeugt Energie. Reibung erzeugt Energie und Energie ist nicht schlecht, ist in Bezug zu Rock'n'Roll. Darum sind wir nicht noch frische, alle frische da und haben immer noch Freude daran. Ja, eben, man sieht es auch, wenn man auf eurer Webseite schaut, ist noch doch noch relativ viele Konzerte am Spielen. Was ich aber gesehen habe, 2013 ist eure letzte Scheibe rausgekommen. Schreiben ihr auch noch Songs oder finden ihr jetzt einfach so ein bisschen das alte Repertoire unter die Leute bringen? Also das auf jeden Fall mal. Wir haben aber einen Song geschrieben zur Corona-Situation. Das war das letzte Mal. Aber es ist nicht so zwingend für uns, immer eine neue CD rauszugeben. Und für mich persönlich ist die Situation einfach unüberblickbar. Oder wie, was man jetzt da muss machen, für, dass es vertrieben wird, das ist alles ganz anders. Das Plattenbusiness ist zusammengebrochen, man muss irgendwelche neue Wege gehen, das ist nicht unser Ding. Jetzt sind auch nicht im Streaming oder so? Nein, wir sind eigentlich die Letzten von der alten Garde, von der Mundart, Hofer-Ära, Hofer-Ammann-Ära, sind wir noch unterwegs. Und wie der Stefan vorher gesagt hat, heutzutage, wenn du eine Scheibe machst, erstens kauft sie niemand, aber du musst eine haben, damit du überhaupt Aufmerksamkeit erhältst. Wir nehmen das ganz locker. Wir werden im 2025 werden wir 50 Jahre Live-Jubiläum haben. Und wir haben nämlich gäbig Zeit und werden auf den sicher etwas Neues rausbringen. Was weiss ich, vielleicht Best-of, aber quasi 6-7 neue Songs kann gut sein. Ich habe ein paar Songs im Köcher, das Stöffel hat garantiert ein paar Texte auf Lager und so. Von dem her, wir gehen das sehr entspannt an, aber irgendetwas wird schon kommen. Bis jetzt ist es natürlich der Stoff nicht ausgegangen. Wir haben über 140 Nummern geschrieben und wir können jedes Mal ein neues Programm machen, wenn wir live spielen. Ja, das ist unser Problem, dass wir zu viele Songs haben. Oder? Wir haben immer eine Diskussion. Dann ist es gäbig, wenn er halt wirklich so weit fahren wie jetzt gerade auf Chur. Weil dann könnt ihr die Z-Liste noch fünfmal durcheinander. Ja, aber das ist ein großes Problem. Es war aber spannend heute. Oh, weißt du, die Dynamik von so einer Fahrt? Da kommt man her, man kollidiert und dann ist man ein bisschen ruhig und dann irgendwie findet man sich wieder. Aufs Mal ist man gemeinsam auf dem gleichen Level. Das ist schon geil, das ist wie Rock'n'Roll. Spätestens ab Zürich. Ja, ab Zürich. Das war ein super Land. Wenn es in die Richtung kommt. So. Ja. Bei euch ist ja, also was mich immer ein bisschen stört, nicht auf euch bezogen, sondern irgendwie schon ein bisschen auf euch bezogen. Eben, man redet von Paula Hofer, wo ihr ja dort auch noch in dem Schmetterding drin sind. Und, aber wenn man so von den grossen Namen redet, ist es halt wirklich oft Paula Hofer, Henry Amann, Rumpelstilz. Und ihr könnt dort ein bisschen wie vergessen, habe ich das Gefühl. Stört euch das? Es ist wie es ist, oder? Also ich muss mich jetzt nicht grämen. Ich muss ehrlich sagen, irgendjemand durch. Klar hätten wir vielleicht auch gerne Erfolg gehabt. Also, aber wir sind aufgrund von dem uns immer treu geblieben. Wir haben unser Zeug durchgezogen und haben immer noch genau. Weißt du, wenn wir vielleicht mehr Erfolg hätten gehabt, gäbe es uns vielleicht gar nicht mehr. Und das passt zu uns. Wir waren immer so ein bisschen aus dem Outlaw-Ecke und ein bisschen speziell. Wir waren nie die, die immer die Nase zuvorderst in die Kamera reingekränkt haben. Wir haben einfach bescheiden unser Zeug gemacht
unsere Glückliche immer noch da. Und dann wäre es blöd gewesen, plötzlich hätten wir noch Privat bekommen für das Lebenswerk und dann hätten wir voll. Nein, das Wort. Also ich habe ja, Monika Kählin mal vorgeschlagen. Ja, ja. Wir hätten ja auch müssen vielleicht eine neue Kategorie finden. Also sind ja eigentlich so ein bisschen immer noch underground geblieben, ja, aber genau. Gleich, man kennt euch. Ja, irgendwie. Ja. Ich sage, wir sind das bekannteste und bekannte Band. Ja. Speziell, ja. Ja, der Lauene See. Das ist ja so euer Song ein bisschen. Dort ist auch so ein bisschen, es ist so ein bisschen einfach der Song, der im Vordergrund steht, vielfach. Und wo sicher auch die Leute extrem gerne hören an den Konzerten. Jetzt habt ihr, wie du gesagt hast, 140 Songs habt ihr jemanden geschrieben. Und dann eben, ich habe jetzt auch im Vorfeld von dem Interview habe ich ein paar Mal gesagt, hey, Spanien, geil und so, weißt, so richtige Schweizer Musiklegende. Und die Leute haben dann so gefunden, so, wer? Und dann habe ich gesagt, so, ja, aber die vom Lauener See. Und dann so, das ist bei den meisten so der Aha-Moment. Ist das nicht ein bisschen blöd, dass er halt dann von vielen Leuten nur auf den einen Song reduziert wird? Ja, weißt du, mittlerweile hat man gelernt, damit zu leben. Wir wissen, dass wir mehr können als der Song. Andererseits habe ich letztes Wochenende eine Band gehört, eine Coverband, die diesen Song hat gespielt. Und dann konnte ich das mal aus Distanz anschauen und dann sagen, ich war richtig stolz. Heutzutage kommst du mit so einer Nummer nie mehr her. Es hat ein längs Intro, es hat ein zweistimmiges Gitarren-Solo, es hat zwei Strophen-Solo und am Schluss hat es noch ein Auf-Ende. Als ich den Song gehört habe von dieser Band, sind bei mir die alten Hippie-Gefühle aufgekommen. Es hat mich durchgelegt, ist das geil, das fragt. Und das ist doch cool. Du hast nie in eine Hitparade gekommen. Ja, eben. Also das haben ja auch mal im Fernsehen gesagt, dass ihr es einfach so dermaßen penetrant immer überall gespielt habt, bis die Leute den Song kennt haben. Oder? Ich glaube, es hat also damit zu tun, dass, wo wir jung waren und so, die hat so eine Lehrerschaft gegeben. Und die haben ja andere Songs spielen mit ihren Schülern. Und das hat natürlich viel geholfen, wenn die Lehrer mit all diesen Schülern überall die ganze Schweiz den Song gesungen hat, ist dann natürlich sehr verbreitet worden. Also ist das auch so einer, der ein bisschen in so Pfadfinderbücher drin ist? Oder? Das ist ja, das hoffentlich, ja. Okay. Es ist lustig, Es gibt so Zwischengenerationen, die kennen ihn wirklich nicht mehr. Aber jetzt neu habe ich viele Junge getroffen, die gekommen sind und die den Song wieder kennen. Offenbar haben sie wieder gesungen in der Schule. Ja, Mundart, Musik in Bern immer schon sehr populär gewesen. Wie erleben ihr so als Mundart-Band die anderen Kantone? Also die haben doch aufgeholt, jetzt kann ich sagen. Also Bündner Landau gibt es ja Rapper und so. Ja, aber eben, du hast gesagt, immer schon beliebt gewesen. Also vor uns haben wir das gar nicht kennt. Wir waren von den Ersten, die das eben schweizweit bekannt gemacht haben. Es sind halt viele Bands gekommen, immer von Bern, und haben das verteilt, das Lied tut, und darum ist das vielleicht so, dass das ein bisschen das von Bern rausgewachsen vorne dran ist, ja. Aber jetzt gibt es alle, ja. Hey, die haben einen wahnsinnigen Boden gut gemacht. Der Adi Stern oder mit dem Argo, das ist natürlich für uns überraschend gewesen, aber das Geilste finde ich fast, der Manuel Stahlberger, weil man hat sich nie vorgestellt, dass man im Ostschweizer Dialekt kann geile Songs machen. Und was der Stahlberger macht, finde ich unmerklich. Und so gibt es in allen Regionen oder so, gibt es auch rätoromanische Rap, wo kein Mensch versteht, und fängt genau gleich zum Zulassen. Also beobachten wir das auch immer noch so. Ja. Also so als Musiker bleibt man ja immer auch ein bisschen Fan, quasi. Oh, klar. Ja. Also sind wir auch noch so Musiker, die in die Läden, in die verschwindend wenigen, die es inzwischen gibt, gehen neue Platten und CDs holen? Gibt es das überhaupt? Aber ich frage, ob es bei euch vielleicht noch etwas anders ist. Absolut bin ich oldschool. Ich kaufe meine CDs als CD, weil ich noch ein Auto habe, wo ich einen CD-Player habe und ich höre vor allem CDs durch. Und ich will das Booklet haben, ich will das in den Händen haben, ich habe kein Streaming und so. Also, und wir schauen natürlich
Musiker sind wache, interessierte, intelligente Menschen in der Regel. Wir haben dann immer die Augen offen und die Antenne schauen, hey, was machen die und so. Hey, wir sind schon informiert, was geht. Das ist super, ja. Streaming für dich auch kein Thema, Lehrfang. Es ist mir so eine andere Welt, oder? Und ich höre immer nur, was Musiker sagen, wie verdienen nichts. Also, du kannst ja verhungern. Weißt du, das kommt mir so ein bisschen vor, wie früher. Zu Amerika die alten Browser, die sind ja über das Nest abgeschissen worden. Ja. Und Musiker heute werden wieder über das Nest abgeschissen. Es ist total elitärer ja. Kreis, der dort vorkommt und verdient ganz wenig. Oder? Und die anderen bewerben es. Ja. Komischerweise machen alle mit. Ja, weil das, ist so. Das ist eben, weil sie das Gefühl haben, wenn wir nicht mitmachen, sind wir ja nicht dabei. Das ist der Unterschied bei uns. Wir wissen, dass wir dabei sind, auch wenn wir nicht mitmachen. Okay. Also, ich soll sagen, wir sind nicht dabei und wissen, dass wir noch nicht mitmachen. Sagen wir es ist wirklich egal. Wenn wir live spielen können und die Leute können in die Augen schauen können und unsere Musik, unsere Freude können transportieren und das ankommt, ist das eigentlich das größte Fakt, doch mehr als alles Streaming-Zeug. Ja, aber das ist ja, weißt du, 100.000 Streams und dann gleich keine Leute an den Konzert, oder? So kommt es mir oft ein Schlitzchen vor. Ja, das ist einfach aufblasen, ein Luftballon. Ja. Wir dürfen uns nicht beklagen. Ich finde alle gut und okay, die den Weg machen, die zu SRF Tüge als Best Talent, wenn du heute, wo es neu herkommt, musst du das machen. Aber wir können mit Stolz sagen, wir haben eine grossartige Zukunft hinter uns. Von dem her gesehen sind wir zufrieden mit uns und haben die Freude noch nicht verloren. Und wir müssen das Zeug gar nicht mehr mitmachen. So lange dabei, aber gleich nie den Arsch verkauft. Das ist so ein bisschen. Das ist doch ein bisschen sehr cool finde. Das ist wirklich cool. Ja. Hey, ich sage danke vielmals, dass ihr da gewesen seid. Danke dir. Es ist wirklich eine Ehre gewesen. Also, wo du angelüht hast, ist mein Herz gerade ein bisschen so. Also, als riesen Mundart-Fan. Und ich finde es schön, dass ihr weitermacht. Und freue mich auf das Jubiläum hier. Eben, 50 Jahre. Wenn wir es noch erleben, gell? Kommt, ja. Nochmal. Wir schauen schon. Okay. Musik behaltet jung, oder? Ja, danke. Gut. Danke vielmals. Ja, danke. Okay, das war es schon wieder gewesen. Mit Spahn schauen Sie rein und gehen Sie unbedingt einmal live schauen. Macht's gut. Danke.